RMData Geomapper 2023.2 enthält wieder viele interessante Neuerungen. Einige davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Beginnen wir mit den geodätischen Berechnungen. Bei der Auswertung von GNSS-Messungen haben wir die Möglichkeiten bei der lokalen Transformation erweitert. Anwender in Österreich nutzen nun die Schnittstelle zum Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, um die nächstgelegenen Festpunkte zu ermitteln und für die Berechnung der Transformation zu nutzen. Unabhängig von der Herkunft der Passpunktdaten werden die Klaffungen der Festpunkte während der Berechnung nun in der Grafik dargestellt. Bei der Berechnung von freien Stationierungen nutzen Sie nun zusätzlich zu den Methoden direkter Anschluss und Helmert-Transformation die Berechnung mittels Ausgleich. Dabei werden die Standardabweichungen der unterschiedlichen Datengruppen berücksichtigt und nach der Berechnung neben den Höhen- und Lagefehler auch die Verbesserungen und Klaffungen ausgewiesen. Ebenfalls neu sind die Schnittstellen für die Übernahme von Nivellement-Daten und die Berechnung für die Auswertung von Nivellement-Zügen. Die importierten Daten werden protokolliert und in GeoMapper im Datenmanager bei den Messdaten angezeigt. Die Auswertung können Sie für technische oder Präzisionsnivellements durchführen und so die Höhen der Messpunkte bestimmen. Ebenfalls ermittelt werden die Genauigkeiten des Zuges. Anwender, die in der Katastervermessung in Österreich tätig sind, profitieren von der neuen Möglichkeit, die Daten der Vordurchführungsebene über das Katasterservice des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen einzubinden. So erkennen Sie direkt im Datenbestand, ob im Interessensgebiet Vermessungen, die noch nicht durchgeführt sind, angemerkt sind und ob diese auf den eigenen Plan einen Einfluss haben. Auch beim Einfügen und Editieren gibt es Neuerungen. So können Sie nun zum Beispiel beim Einfügen von Bemaßungen auf Linienzüge die Seite wählen, auf denen die Bemaßungen eingefügt werden. Für das nachträgliche Positionieren von Texten, Beschriftungen oder Bemaßungen nutzen Sie den Ortho-Modus, um die Position parallel oder rechtwinklig zu einer Basislinie festzulegen.